Den Flügel? Ja, den Flügel hat er ja vorhin nur gespielt. Ich nenne es Etude genau. Für Goal in A7 oben kariös. Nee, die Lift-Taste wird schon dieses Plastikding sein, was ich irgendwie da einsetzen muss. Nur weil das noch irgendwie so geformt ist, kann ich das gerade noch nicht. Und mit der Zange kann ich es auch nicht irgendwie gerade machen oder so. Flügel hat doch Karies. Irgendwo musst du das pressen, ja. Halt nur die Frage, wo? Mir auch nicht weitergehen. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Nossi, ich grüß dich, hallo. Da, die Frage ist, wo da ist, ja. Glückwunsch, sollte. Gehen wir in die Spaßabteilung? Nee, dann, wenn ich in die Spaßabteilung gehe, dann resette ich ja wieder alles. Das möchte ich gerade nicht machen. Ich glaube, ich muss resetten, aber dann sind die Sachen, die ich aufgesammelt habe, auch wieder weg. Aber er muss Zahnarzt spielen, ja. Heißt... Zange am Klavier? Mag ich im Kreis rennen? Ja, das kann natürlich auch gut sein. Sag mal, das war Fistubanause. White Key? Da wurde wohl bei der Übersetzung geschlampt. Okay, reicht der schon aus für den Fahrstuhl? Glaube ich jetzt nicht. Aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Da ist noch Musik. Leider kenne ich. Nicht alles wird best im Grunde und viel. Okay. Boah. Ich weiß, dass man in dem Spiel sehr, 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 sehr oft wiederholt. Ja, gut. Kommen die doch mit Rot. Ja. Mit dem Verwursten kann ich vorsichtig probieren, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Ich werde diesen... Hey, das funktioniert ja tatsächlich.
Der Wurstkiefer. Alles ist besser als Wurst. Okay. Okay, also muss ich jetzt den Wurstkey wieder unter die Lampe hier halten, oder was? Na, wer sagt's denn? Rot wie Taxnase am Schlammkuchenfest. Rot wie Taxnase am Schlamm... Das ist so dumm. Ja, natürlich! Natürlich. Nimm dir einen Keks. Der schon wieder. Nimm dir einen Keks. Das wäre das Worst Case um den Ton. Wow. Siehst du, ich habe gute Ideen. Ja. Ja, ganz ehrlich. Ja, alleine dauert das noch ein bisschen länger, bis du auf die richtige Antwort kommst. Gar nicht gewusst, dass Wurst so klingt, ja. Jetzt weißt du es, siehst du? Bildungsstream, ganz klar. Noch ein Datasettenschlitz. Und ein Schalter. Und Computer und ein Tower. Erstmal den roten Schalter bedienen, weil das ist das Wichtigste hier. Das Tolle daran, du kannst es jederzeit erneut versuchen. Und wenn du eine passende Gencode-Datasette eingelegt hast, wirst du mit tollem Notfall-Klon-Personal belohnt. Hurra! Schön! Super. Wer ist denn hier oben? Tabelle für die Spaßpunkte. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, nicht so schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G, Doppelpunkt. Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ronny, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Was ist das? Mein Tower-Gehäuse. Da sind mein Prozessor und meine Festplatte drin. Ui. Dieser Auswerftoaster beherbergt deinen Denkapparat? Deine Kartoffel würde auch nicht gerade einen Case-Modding-Wettbewerb gewinnen. Da habe ich anderes gehört. Man hört immer nur, was man hören will. Danke, Entschuldigung akzeptiert. Technisches Zeugs. Aua, was tust du? Ich räume hier auf. Das tut wirklich weh. Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, ehrlich, wie du die Belastungsfähigkeit deiner Empfindungsfunktion auslotest. Hab ich gern gemacht. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es so nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. Jetzt glaube ich, da reingucken könnte. Habe ich jetzt irgendwas? Technisches Zeug habe ich jetzt nicht. Warte. Wie wir alle wissen. Das solltest du lieber sagen lassen. Und wenn nicht. Wow. Über den PC gießen? Dafür brauche ich nur Bond. Und die habe ich, dass ich die Finger brauche, war beispielsweise auch schon so eine Ahnung. Wo ist noch gleich dieses System? Mein Festplatte, es sieht vielleicht bescheiden. Es ist alles voll. Das werden wir ja sehen. Hm.
Der PC hat Gefühle, verbrennt die Hexe. Plastik im PC? Wozu? Ach nee, diese Festplatte ist doch so schon zugemüllt genug. Ach nee, diese... Hallo Nika, ich grüße dich. Ja. Ich kann mal versuchen, den Plastikzeug da reinzustecken, aber das wird auch hier nicht funktionieren, denke ich. Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour. Im Endeffekt musste ich Ronny nach dem Zeitreset erinnern. Ja, okay, aber. Meine Frau mich informiert. Sie hat nur gesagt, dass du wieder auf dem Heimweg warst. Gestern. Mehr hat sie jetzt nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob was sonst noch was sein sollte, wo sie mir was hätte sagen können. Sich wieder erinnern. Aber wie? Heute noch. Nee, hat mir nichts gesagt bisher. Befristete Vollzeitstelle angeboten. Hört sich schon mal nicht schlecht an. Nicht doof, dass sie befristet ist. Aber fürs Erste schon mal gut. Warum nur befristet? Nee, diese Festplatte ist auch so schon zugemüllt genug. Wie erinnert sich das Vieh an uns? Muss ich auch das Safe wieder an ihrem Karton und hat alles ausgeblendet? Ich weiß immer nicht zu sein, gar nicht, was sie gerade macht. Der PC ist so schlecht, da hat selbst ein Gameboy mehr Power. Wie danach noch ein Projekt rausbekommen, werde ich sicher weiter beschäftigt. Das ist halt projektbezogen, vollkommen normal in der Fischung. Okay. Ja, okay. Gut. Dann hoffe ich jetzt, dass es jetzt nur noch einigermaßen gut bezahlt ist. Und dass es Spaß macht. Das Ding ist, ich weiß gerade überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo ich noch hin soll, weil mit den Sachen habe ich ja quasi schon alles probiert, oder? Ich könnte natürlich nochmal versuchen, mit Necronicle zu quatschen, ob der jetzt irgendwas weiß bezüglich Festplatten, aber ich glaube eher nicht. Brauche ich nur meine Finger und die, dass ich die... Kann mich ja nie mehr weiter umsehen, genau. Spaß macht es der sogar und besser bezahlt der Job als Verkäufer und weniger Stunden. Das sind auf jeden Fall drei sehr gute Pluspunkte. Du... Ja. Bis spät oder bald. Das noch weiter schmelzen?
Well done en point. Ich würde mir auf die Schulter klopfen, wenn Animationen nicht so teuer wären. Nicht wirklich. Diese Haut schmelzen? Das ist schon braun genug. Was sollte ich nochmal mit dem Helm machen? Wo sollte ich den hinbringen? Ich hab das schon wieder vergessen, was der gerade am Anfang gesagt hat. Ich meine, ich könnte jetzt resetten, dann weiß ich es, aber ich habe keine Lust, das Ganze normal zu machen, was ich jetzt gemacht habe. Alles klar, Nika. Mach das. Ach, ich muss endlich kochen lernen. Ich glaube, das wird nichts so schnell. Nee, der Helm muss nicht. Der kommt ja von dem Typen, der am Duschen ist. Der kommt ja von dem. Bleib mir mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst. Sehr gut. Okay. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgerei. Sauna ist geschlossen. Ich da nicht doch irgendwie rein? Die Sauna. Ach, dieses ganze. Spiel ist irgendwie gefühlt deutlich schwerer als die ersten drei. Also so. Ich den vielleicht was zu trinken anbieten. Dafür brauche ich und. Nein. Schon. Ich muss mit dem Ältestenrat reden. Dann musst du bis nächst und bis es bei meinen putzigen Freunden. Nein, danke. Alles, was wir brauchen. Und vielleicht... Ach, Ten... Wie wär's mit bunten Plastikvorhängen? Nicht übel. Die lassen sich super abwaschen. Andererseits wirkt Plastik immer so billig. Findet ihr? Ich hatte jahrelang Bettwäsche aus dem Zeug. Oh Gott. Das Plastik an den Nähe habe ich ja gerade versucht. Lustig, dass du auf die gleiche Idee gekommen bist. Was ist, wenn ich jetzt am Flügel spiele, wenn dir eine Taste da fehlt? Ich nenne es Etude. Selber. Dafür brauche ich. Und außerdem wäre eine Zahn. Fast jede zweite. Gut, das wäre quasi schon. Wie lange will das? Ich nehme den Helm jetzt mit, wenn's recht ist. Sind sie immer noch da? Ja, ich weiß noch nicht mehr, wohin mit dem Helm.
Die Rune hast du nicht vergessen. Kommt da also, hat Marius, ja. Aber viel Spaß im Lurk erstmal. Können ja nochmal quatschen in Ruhe. Nicht doch. Und was ist das jetzt? Eine Bestechung? Auf ihn. Außer ein. Ja, sein Drink vielleicht und doch was haben. Ist das hier? Ein Bestechung? Auf ihn. Außer. Nein. Und was ist da ein Bestechung? Auf ihn. Außer. Diese Leselampe haben wir ja noch. Man braucht keine Leselampe, um hierin das Potenzial für ein furioses Rufus-Manöver zu erkennen. Kann ich leider nicht. Nee, warum? Man braucht keine Le... Man braucht keine Le... Man braucht keine... Man braucht... Nein, danke. Meine Hände sind noch ganz wachsig von den anderen. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, mein... Das ist auch so schon wachsig. Vielleicht sollte ich doch... Das ist auch so. Vielleicht... Das ist auch so. Vielleicht sollte ich... Das ist auch so. Vielleicht... Wie kann sich der Pfosten an uns erinnern? Hallo? Wo kommst du denn her? Hast du geschlafen? So siehst du auch ein bisschen aus. Ja, du bist süß, das stimmt. Einfach mal gepennt. Why not? Ich muss zu Fansan und resetten, meinst du wirklich? Ob das bereits die Verlockungen des... Nicht. Also meinst du jetzt ernst oder ist das jetzt so eine Vermutung von dir? Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass ich das nochmal alles machen muss. Wo ist noch gleich dieses Systemdingens? Mein Festplatte, es sieht viel besser aus. Das werden wir. Da muss ich hier wirklich einfach G drücken. Hätte ja sein können, dass es irgendwie sowas ist. Und dann vielleicht noch Doppelpunkt. Nein? Okay. So wie man da in dem Menü mal die Musik leiser drehen musste. Hätte ich dem ganzen Spiel auch zugetraut. Du weißt, dass in einem anderen Let's Play, dass ich ein paar Mal resetten muss. Ja, aber es ist immer die Frage, wann, ne? Zu welchem Zeitpunkt. Und wie Klogeist schon sagt, Ronny muss sich mal an uns erinnern irgendwie. Ich krieg Ronny aber auch hier nicht mehr hin, ne? Ich kann diesen Schlegel nicht wieder zurück hängen. Im Moment ist es das Tolle daran, du kannst, wenn du eine passende Gamecode-Datasette... Hurra! Nicht alles im Grunde, vielleicht noch... drüber gießen geht halt nicht, da kriegen wir nur einen Schock.
Und wenn nicht... Wow. Ich habe dich gewarnt. Das sollte... Und wenn... Ich habe dich gewarnt. Ich dachte gerade vielleicht, dass irgendwie dieser Spruch... irgendeine Tastenkombination, Herbeck, die ich eingeben könnte, müsste über die Tastatur, aber auch das glaube ich nicht. Schande. Ja, ja, schon klar, aber ich muss gefühlt immer erstmal irgendwas machen, dass er überhaupt die Möglichkeit hat, sich zu erinnern, wenn ich dann resette. Ja, gut. Willkommen in der Fun-Zone! Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis! Wähle eine von vielen Attraktionen aus und vor allen Dingen habe Spaß! 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 Ich hab keine Hand. Wie, ich hab keine Hand? Unterschied, ob ich... Nee. Schön, dass du da bist. Bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich das hier überhaupt alles machen muss. Ich wollte jetzt mal versuchen, wenn ich ein paar Punkte gesammelt habe und dann nochmal an den Computer gehe, vielleicht. Ist halt immer noch voll gut gelaunt. So, was ist, wenn ich jetzt ein paar Punkte gesammelt habe? Und dann hingehe. Die alle auf Drogen? Hat denen nichts verkauft, der geschenkt. Meine Festplatten sind in dem Gehäuse da unten. Es sieht vielleicht bescheiden aus, aber keine Sorge, es ist alles vollkommen sicher. Das werden wir ja sehen. Wo ist noch gleich die... Sind da auch die Spaßpunkte? Tja, da sind die Spaßpunkte drauf.
gut, dann machen wir das. Wir werden immer bei 9.999 Punkten landen. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Du, ich glaube, da hinten will einer was von dir. Sag bloß, es ist natürlich mit Chronicle nicht zum ersten Mal für dieses Leben. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das und warum regt... Wir sind in einer Nichts... Ich verstehe zwar kein Wort. Ja, ja, ja. Nächste Runde? Warum habe ich das Gefühl, dass der Figur der Spaß so langsam vergeht?